Der Frühlingsanfang 2010, meine Damen und Herren, fiel bei uns in Duisburg recht farbenfroh aus, wenn man so möchte. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quinte. Und wenn wir heute 5 Jahre in die Vergangenheit zurückschauen, dann sehen wir zum Teil sehr bunte und farbenfrohe Sachen, zum anderen aber auch Dinge, die uns eher ins Grübeln bringen. Rockerprozess. Vor dem Duisburger Landgericht ist ein Bandido angeklagt, der einen Hells Angel erschossen haben soll. Grundsteinlegung. Die AWO baut ein neues Seniorenheim in Hochheide. Reichweitenzuwachs. Studio 47 erweitert sein Sendegebiet um die Nachbarstädte am Niederrhein. Rockerkrieg ist wohl einer der Begriffe, der im Jahr 2010 als Synonym für das Image der Stadt Duisburg benutzt wurde. Und so war es denn auch Ende März 2010 soweit, dass vor dem Duisburger Landgericht der Prozess anlief gegen einen Hells Angel, der aus dem fahrenden Auto heraus einen Bandido erschossen hatte. In der Duisburger Innenstadt herrscht Ausnahmezustand. Bewaffnete Polizisten stehen an jeder Ecke, Einsatzwagen, soweit das Auge reicht. Wer nichts Besseres vorhat, nimmt in einem der Cafés am Citypalais Platz und hält Ausschau in Richtung Landgericht. Da startet gerade der Prozess gegen ein Mitglied der Motorradgang Hells Angels. In Münster hat ein ähnlicher Prozess stattgefunden im letzten Jahr. Dort ist es dann nach Ende der Gerichtsverhandlung vom Gericht abgesetzt zu Auseinandersetzungen zwischen den Hells Angels und den Bandidos gekommen. Die beiden Gruppierungen sind seit Jahren verfeindet. Im Oktober 2009 passierte dann das Undenkbare. In der Charlottenstraße in Hochfeld wurden mehrere Schüsse abgefeuert. Ein Bandido starb, an zwei Frauen zischten die Kugeln nur knapp vorbei. Während des heute gestarteten Prozesses rechnet die Polizei allerdings nicht mit Ausschreitungen. Ganz entspannt. Also es hat im Laufe des Vormittags überhaupt keine Vorkommnisse gegeben hier im gesamten Stadtgebiet von Duisburg. Wir haben im Vorfeld Gespräche geführt mit beiden Gruppierungen. Es ist gesagt worden, dass nur kleine Abordnungen der jeweiligen Gruppen hierher kommen nach Duisburg, um der Gerichtsverhandlung beizuwohnen. Und das hat sich bisher auch so bestätigt. Die Duisburger Polizei wird während des Prozesses von der Polizei Münster unterstützt. Ein Großteil der Bürger hält den Großeinsatz für unverhältnismäßig. Die machen hier eine Fete. Wie gehört der nicht drin? So viel habe ich noch nie gesehen auf einmal. Ich finde es sehr imposant. Ne? Macht also schon was her. Aber ob das so in der Größenordnung unbedingt erforderlich ist, kann man so als Normalsterblicher schwer beurteilen. Kann ich jetzt nicht großartig beurteilen, wie gefährlich die Lage tatsächlich ist, aber wenn man das Polizeiaufgebot sieht, dann halte ich dafür ziemlich übertrieben. Es ist schon schlimm, dass wir so weit gekommen sind, dass sowas sein muss. Ne? Scheint ja wohl ein böser Bube zu sein, der da verurteilt wird. Und Vorsorge ist immer besser. Ne? Kostet natürlich eine Menge Geld. Was der Steuerzahler bezahlen muss, das ist die Kehrseite der Medaille. Ich hätte das lieber in eine Spardose gesteckt und hätte für Duisburg ein paar Kindergärten geholt. Den heutigen Verhandlungen können bis zu 13 Fortsetzungstermine folgen. Spätestens bis zum 5. Juli will man dann zu einem Urteil kommen. Seit 2010 ist Duisburg 5 Jahre älter geworden und das trifft irgendwo auch ein bisschen den Trend, denn auch demografisch betrachtet wird Duisburg immer älter. Das galt auch schon im Jahr 2010. Mehr als 20% der Bevölkerung sind über 60 Jahre alt gewesen zu diesem Zeitpunkt. Und das war für die AWO Grund genug dafür zu sorgen, dass weitere Seniorenheime entstehen bei uns im Stadtgebiet. Und im März 2010 war es soweit, dass Spatenstich gefeiert wurde für ein neues Seniorenzentrum in Hochheide. Hochheide ist ein Stadtteil mit Brennpunkten. Niedrige Mietpreise in den sogenannten Weißen Riesen ziehen vor allem die sozial schwache Bevölkerung Duisburgs an. Junge Menschen wandern ab, sie sehen ihre Zukunft in anderen Stadtteilen oder gar in anderen Städten. Ladenlokale stehen leer, doch die Alteingesessenen bleiben. Für die Senioren baut die AWO jetzt eine Wohnanlage an der Mörserstraße. Wir haben 28 seniorengerechte Wohnungen, das heißt in erster Linie sind das Wohnungen, die barrierefrei gebaut sind. Und zwar sowohl vom Zugang zu den Wohnungen barrierefrei als auch in den ganzen Nassbereichen eben auch ein barrierefreies möglichen Toilettengang, Duschangelegenheiten, des Weiteren die Möglichkeit, ein geschaltetes Notrufsystem zu haben und dann eben auch die Sozialstation, die unter anderem auch in dem Haus selber untergebracht ist.
4 Jahre lang hatte man nach einem geeigneten Ladenlokal gesucht. Verschiedene Vorhaben scheiterten, teilweise aus finanziellen Gründen, teilweise durch die fehlende Zustimmung des Bezirksrates. Der Grundstein der neuen Wohnanlage liegt jetzt an der Stelle des ehemaligen Arkadencafés. Das stand seit Jahren leer und wurde schließlich zwangsversteigert. So konnten sie das ersteigern und haben dann hier dieses Vorhaben verwirklicht. Was ich persönlich für eine gute Sache für Hochheide halte, für die Entwicklung in Hochheide. Wir sind schon negativ genug in den Schlagzeilen gewesen. Jetzt soll es aufwärts gehen. Wenn hier die AWO baut, da drüben ist eine Bank. Wir müssen sehen, dass wir in der Ladenstand noch Geschäfte reinbekommen, dass dieser Stadtteil wieder aufgewertet wird. Und dann wird es auch wieder aufwärts gehen mit Hochheide. Die Senioren in Hochheide sind guter Dinge. Einige haben sich bereits jetzt eine Wohnung gesichert und warten gespannt auf den Ausgang der Bauarbeiten. Im Frühjahr 2011 sollen die Wohnungen dann zum Einzug bereitstehen. Ja, ich ziehe ein. Ich hoffe. Ja, also da kommt meine Wohnung hin, wenn es denn klappt. Sehr gut, ja. Denn die werden ja immer mehr gebraucht, altengerechte Wohnungen, ne? Wenn ich alleine wäre, hätte ich mich auch gemeldet. Aber noch habe ich einen Mann, dann bleiben wir in einer Wohnung. Wird ein schönes Bild für die Stadt und ich ziehe hier auch da ein. Wenn ich mal alleine wäre, da bin ich Gott sei Dank noch nicht, da würde ich auch hier einziehen. Aber noch habe ich eine Frau und die wird mich auch pflegen, schätze ich. Für den Stadtteil sicherlich ein Gewinn, denn das war ja hier eine ganz alte Kiste und da war ja wohl nicht mehr viel zu machen mit dieser Immobilie, ne? Ich glaube schon, dass es eine schöne Sache wird. Wer nicht einzieht, freut sich darauf, den Neubau von außen zu bestaunen. Außerdem soll eine weitere Umbaumaßnahme den Stadtteil verschönern. In Homberg ist ja der Kreisverkehr nicht gebaut worden. Und die Gelder, die dort eigentlich verbaut werden sollten, sollen nach Aussage vom Oberbürgermeister Sauerland in einem Gespräch mit mir und den Vertretern der Bezirksvertretung, hat er uns die zugestanden hier für Hochheide. Dort wird es eine Maßnahme, einen Umbau geben, hier ganz in der Nähe. Worum genau es bei dem Umbau geht, darüber hält der Bürgermeister noch stillschweigen. Wie lange 5 Jahre her sein können, meine Damen und Herren, sieht man dann vor allen Dingen, wenn es einen selber betrifft. Und so schauen wir jetzt darauf, was bei Studio 47 Ende März 2010 passiert ist. Da setzten wir nämlich an zum Sprung über den Rhein und erweiterten unser Sendegebiet. Ende März 2010 wurde der Startschuss gegeben für die große Sendegebietserweiterung von Studio 47. Gestern war für Studio 47 ein ganz besonderer Tag. Nach 4 Jahren Sendezeit wagt der Lokalsender den großen Schritt und sendet über Duisburgs Grenzen hinaus. Ab jetzt sendet Studio 47 spannende Reportagen, Beiträge und News von Hünxe über Dienstlaken bis Angermund, am Niederrhein von Moers bis Rheinberg und Röhrt. Der Lokalsender wird ein Regionalsender. Aus diesem Anlass lud Studio 47 gestern Abend ins Mörser Autohaus Nühlen, um diesen großen Tag gemeinsam mit Freunden und Partnern zu feiern. Die Gäste aus Wirtschaft und Politik erschienen in Scharen und wurden herzlich empfangen. Studio 47 Chefredakteur Sascha de Vigne stellte den Sender vor. Wir haben ja einen umfassenden Bericht bekommen vom Chefredakteur, vom Herrn de Vigne. Und wir wünschen natürlich viel Erfolg und sind auch davon überzeugt, dass es einen guten Start geben wird. Der Landrat Dr. Ansgar Müller lobte das Prinzip des Senders, gezielt die lokale Politik, Wirtschaft und Kultur in den Mittelpunkt zu rücken und dadurch so nah wie nur möglich am Bürger zu sein. Die Maxime von Studio 47 wurde den Gästen in der anschließenden Präsentation verdeutlicht. Der erste Eindruck einfach positiv und überwältigend. Also ich finde auch hier, gerade speziell für die Region, finde ich es eine absolute Bereicherung. Gerade auch, dass Lokales weiter rausgetragen wird und dass praktisch die Leute wirklich wissen, was in der Region passiert und dass auch
praktisch über den Studio 47 erfahren können. Eine breite Palette an Beiträgen und Nachrichten zeigte Qualität und Professionalität des Senders. Ich fand das erstaunlich professionell. Ne? Auch diese Werbung mit den Geschäften von vor Ort fand ich also auch sehr schön. Aber wenn über ein Geschäft was gesagt wird, was ich kenne, wo ich selber auch schon mal hingehe, ne, finde ich das also viel interessanter, als so Werbung zu gucken, die mich eigentlich gar nichts angeht. Ich habe ja gerade gehört, dass es auch im Internet empfangbar ist. Und das ist natürlich, so sage ich jetzt mal, für meine Generation auch recht interessant, das zu machen, da ich ganz speziell und ganz gezielt mir das eine oder andere angucken kann. Mal gucken, was da für Streammöglichkeiten da sind. Für den Weseler Süden produziert Studio 47 in den kommenden Wochen eine eigene Sendung, präsentiert vom Stadtpanorama. Auch am Niederrhein bleibt der Sender seinen Prinzipien treu. Die lokale Politik, Wirtschaft, Kultur und Freizeit steht im Mittelpunkt. Sehr gut, ein sehr schönes lokales Programm, was die Interessen der Bürger in der Stadt und am Niederrhein sicherlich widerspiegelt. Und von da aus, denke ich mir, wird die Institution und die Möglichkeit, sich so zu präsentieren, sicher von Erfolg gekrönt sein. Studio 47 freut sich auf den Niederrhein. Schalten Sie ein, 7 Tage die Woche, 8 Stunden täglich. Auf Wiedersehen. Und mit dieser Geschichte in eigener Sache verabschieden wir uns für heute von Ihnen bei Quinte, meine Damen und Herren. Unseren Rückblick auf Duisburg vor 5 Jahren. Seien Sie auch nächste Woche wieder dabei. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.